So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern und der Sparta Challenge. Ja, ich darf wieder Sparta spielen. Juhu. So, ich habe ja gerade ein bisschen Seleukiden aufgenommen. Mit der Seleukiden Challenge, beziehungsweise der mit der Tier Challenge. Und Alter. Dass die Sparta Challenge echt auf der leichtesten Stufe. Gut, was haben wir denn? Also hier haben wir zwar richtig Probleme. Steinschleuderer. Hier haben wir nur einen Pikinier. Und also einen Pikinier. Also der ist ganz alleine. Nee, also eine Pikiniers-Einheit. Hopliten, Jugendliche und Steinwerfer, Schleuderer, Typen. Aber rein theoretisch könnte es ausreichen. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Apropos übrigens, ich bin gerade dabei, ein Video zu machen über Sparta, also über die spartanischen Mythen, und das könnte euch auch sehr krass interessieren, weil es gibt immer noch so viele Mythen, die für wahr gehalten werden und die einfach falsch sind. Da habe ich jetzt mal sehr lange recherchiert und habe versucht, ja, erstmal das auf 10 Mythen zu kürzen, und das hat ganz gut funktioniert. Wird wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Minuten das Video, und genau dementsprechend dementsprechend wird es, glaube ich, ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das wird ein bisschen aufschlussreich, weil ich sehe immer wieder Videos oder immer wieder so Top 10 Videos und so weiter, die über Sparta quatschen. Das, ja, stimmt nie. Also klar, da sind so Mythen, wie zum Beispiel jetzt, dass mit der Kinderopferung und so weiter, Babyopferung, da ist das schon wieder ein bisschen weg. Also da ist es schon ein bisschen klarer, dass das ein Mythos ist. Aber alles andere, so wie spartanisch Leben und dass die Akokae, ich lasse die einfach hier stehen und dann schießen die von alleine. Dass die Akokae wirklich dazu da war, auch die Hopliten und die, die Perücken und also die Sklaven zu dezimieren. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Aber naja, das wird immer noch behauptet, und dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, so, ja komm, jetzt mache ich so ein Video und dann kläre ich mal ein bisschen auf. Ja, also Skript ist schon längst geschrieben, ist ganz cool geworden, glaube ich. Ich habe, glaube ich, 40 Seiten geschrieben, und das Skript ist irgendwie 2 Seiten lang oder 3. Dementsprechend sind da quasi nur die Hauptsachen dabei. Und nicht alles. Natürlich nicht alles. Geht ja nicht. Genau. So, und wie gesagt, also geschnitten habe ich es auch schon.
Jetzt muss ich nur noch animieren bzw. Bilder reinklatschen und so weiter. Also nur noch in Anführungsstrichen. Das ist auch wieder eine ziemlich ja, aufwendige Arbeit. Aber ist ja immer so die das Aufnehmen und so weiter ist ja kaum Arbeit oder sehr wenig Arbeit und die Hauptarbeit kommt dann wirklich durch Schneiden und so weiter. Genau, aber wie gesagt, bin mal gespannt, was ihr davon haltet, weil es ist halt wirklich so, dass die meisten Fakten, also in Anführungsstrichen, die wir zu kennen glauben oder zu wissen glauben, ja, sind halt sehr alt und sind halt von der Propaganda von einigen Menschen, ja, bisschen verfälscht worden. Beziehungsweise man hat halt damals die Menschen, die Zeitzeugen waren, in Anführungsstrichen, also die Leute, die eben Zeitzeugen sind, sind meistens hunderte von Jahren nach den Geschehenen, was sie beschreiben, geboren und deswegen ist es ja auch nicht wirklich Zeitzeuge. Aber naja, dementsprechend ist das super interessant, halt immer zu überprüfen, wie er das geschrieben hat und auch so welchen Grund auch. Also das muss man auch immer schauen. Genau, aber es ist ja immer so, ne? Also nicht immer stumpf die Sachen glauben und absegnen und abnicken, also nicht absegnen, sondern einfach nur abnicken, sondern halt auch wirklich überprüfen. Und viele der in Anführungsstrichen Faktenvideos sind halt auch so, dass keine Quellenangabe da ist, dass man halt wirklich nicht weiß, woher diese Quellen haben. Ja, ist halt schwierig. So, ihr stellt euch mal wieder gescheit auf. Mal ein bisschen hinter. Wieso können die hier nicht schießen? Das ist so dumm. Na, jetzt können die schießen. Das ist sehr gut. Die da halten auch noch ein bisschen aus. Die sind müde, die sind außer Atem. Ist hier ärgerlich, dass hier die Sperrträger sind. Sonst könnte ich hier also so eine Zangenbewegung machen, also hier und hier. Wieso bewegt ihr euch? Die haben sich nicht bewegt. Ihr seid einfach zu dumm. Entschuldigung, ist aber so. Wusstet ihr übrigens, ich muss echt aufpassen, wenn ich über Sparta rede, dass ich nicht zu sehr Spoiler, was dann im Video vorkommt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Spartaner auch Kavallerie hatte und auch eine Flotte hatte? Das wissen sehr viele tatsächlich nicht. So, jetzt hab ich euch.
So, das könnte jetzt der Sieg sein. Wenn die Söldner Sperrkämpfer. Also die muss ich halt noch platt machen. Das ist sehr, sehr schwer, weil die sind sehr, sehr gut. Die haben einen sehr guten Durchschlag. Okay, und jetzt schnell weg. Okay, die da halten noch. Ich muss mal kurz was trinken. Klug, klug, klug. Sehr schön. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. So, jetzt stellt ihr euch hier auf und unterstützt die da. Ihr geht mal weg. Schade, dass die da jetzt wirklich komplett weglaufen. Die 37 Leute, die hätte ich schon noch gebrauchen können. Aber hier ist ein bisschen Kuddelmuddel. Okay. Wie viel Munition? Ja, Munition geht schon auf die Zero zu. Das ist jetzt gerade schlecht. Das ist gerade schlecht. Vektor, Vektor, Vektor. Ehe ihr flieht jetzt, dann hau ich euch. Ah, scheiße. Ja, das ist jetzt halt doof. Das ist jetzt doof, dass da ein paar Hopliten fehlen, weil das einfach so gebackt ist. Okay, die müssen ein bisschen ausruhen. Sobald die nur noch sehr müde sind, werde ich die dann reinhauen. Das ist gut. Außer Atem, das ist auch gut. Erschöpft, erschöpft, die sind jetzt auch schon erschöpft. Das ist zum Beispiel jetzt nicht sehr gut. Und jetzt kommen die da auch noch. Aber ich hoffe, die kommen hier rein. Nein. Kommen sie nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Okay. Er hat nur ein paar Schüsse übrig. Verdammt. Gut, das war's dann aber. Der letzte Schuss hier rein. Und dann good night. Wow. Ernsthaft. Ihr habt jetzt... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wow. Das ist ein schändlicher Angriff. Also die Steinschleuderer haben es gerade versaut. Wir haben hier komplett hingeschossen. Hier.
nicht da, sondern hier. Und hier stand meine Leute. Wie stupid kann man sein? Na ja, okay. Dann spurte ich mal ein bisschen vor. Aber die Pikiniere in der Stadt, in der Belagerung, sind Pikiniere einfach krass. Sind einfach heftig. Super heftig. Es sind ja zwei Armeen. Oder? Nee. Ich dachte gerade, das wäre ein General. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, wie lange der noch aushält, obwohl er erschöpft ist, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Na gut, 589 haben die platt gemacht. Naja. Ja, war ein bisschen ärgerlich. War alles noch fein. Das sind die Lusitaner. Die sind hier noch ein bisschen größer, ne? Die Lusitaner. Glaube ich. Okay, hier sieht es ganz gut aus. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was für ein Einkommen wir haben, was wo unsere Armeen sind. Für mein Volk zu verlangen, nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglichen 20.000. Eure Weisheit ist bekannt. Und selbst Athene würde die Not. Ja, ein Angebot der Forderung gegen jeder. Ja, mei. Mach ich. Ist mir egal. 5000 geschenkt ist doch gut. Oh. Warte mal. Friedensabkommen. Entschuldigung, nein, darf ich nicht. Entschuldigung. Nein. Sorry, ich mache euch alle fertig. Ich bin nicht hier, um euch mit Forderungen zu belasten. Oh. Mein Angebot spiegelt das wider, was wir für euer Volk als würdig betrachten. Alter. Achso, okay. Ja, okay, dann ist es. Die haben nur noch ein kleines Reich. Alles andere ist Lusitaner, okay. Sonst wäre es mir ein bisschen schwer gefallen, aber das darf ich ja nicht, soweit ich mich erinnern kann. Was darf ich eigentlich hier bei der Challenge alles nicht? Ich glaube, ich darf da gar nichts, ne? Ich darf, beziehungsweise ich darf alles, bis auf Frieden und so weiter, mit allen außer den griechischen Staaten, ne? Irgendwie so. Bereit zu kommandieren. Forschung abgeschlossen. Staatsbankwesen. Ui. Rang erhöht. Land für Feind offen. Ja, naja. Hier sind überall Garnisonen. Was willst du? Okay. Armee zerstört. Krieg. Ressourcen verloren. Okay. Gut. Dann kurz. Hier ist ein Spion von mir. Sehr schön. Was macht er hier? Keine Ahnung. Ich glaube, spionieren. Bin mir aber nicht sicher. Du hast was bekommen. Hier, das da. Okay. Spartas Furz. Legendär. Basileus. Das ist ein feindlicher. Werden wir dann bei gegebenen Zeiten auch austauschen. Aristerror. Ach genau, der ist ja dafür da, die ganzen kretischen Bogenschützen zu holen. Die 3000. Das ist auch ein feindlicher. Was ist da los?
Was ist da los? Also Nightmare. Nicer Name. Ist ja auch ein feindlicher, warte mal, oder? Ja. Wieso habe ich ja so viele feindliche? Also, ja, ihr wisst schon. Warte mal, ich muss mal schauen. Also, Alter, ich habe ja echt wenig, ne? Wie wär's mit euch? Ihr könntet mal Kinder machen, oder? Du. Wie alt bist du? 20. Ist alt genug für eine Frau. Junge. Du hast eine Frau, du hast... Du bist aber schon 60, leider. 37. Kaum eine Frau. Och. Okay. Dann schicke ich mal Diplomaten nach Athen. Nach... nach Knossos. Nach... Nach Pergamon. Nach... Massilia. Und nach... Rhodos. Bin ich mal gespannt. So. Ich musste wirklich Kinder machen. Gut, ja dann, Alter, was ist das denn für eine Armee? Spartanische Pikeniere ist okay, königliche Spartaner Helden, Sparta, spartanische Hopliten und dann ganz viel, also 2, 4, 6, 7. Was ist los bei mir? Wir sollen dagegen gewinnen. Wir sollen dagegen was machen. Wow. Okay, also. Ach, der gehört mir. Okay. Sehr schön. Okay. Also, der da. Der gehört auch zu mir. Der kümmert sich mal hier rum. Also an sich würde ich gerne jetzt Spanien und Portugal einnehmen. Aber ja, die da haben mich, glaube ich, letztes Mal oder die letzten Male ziemlich genervt mit hier unten. Deswegen wollte ich die, glaube ich, vernichten. Die 501. Was ist das denn für eine Elite? Rang 9, Rang 9. Rang 8 und Rang 7. Dieser sind ja so lala, aber nicht schlecht. Ich will übrigens auch wieder so eine am Schluss von den ganzen Let's Plays mache ich ja so eine, ja, so ein Zusammenschnitt, welche Armee, wie oft, also wie alt sie ist, welcher Rang und ja und so weiter. Und dieses Mal, also bei Sparta, will ich das so machen, dass ich dieses Mal will ich das mit Tracking machen. Also, dass ich, ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen, nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglich leeren Kassen. Ja, ist doch egal, ich habe genug Geld. Ich habe das ja letztes Mal nicht angenommen, weil ich nicht wusste, wie viel Geld wir haben. Das wird lustig. Gut, genau, ich, wie gesagt, mache ich, so eine Tracking, also einfach zeige ich so die Karte und dann eben mit Jahreszahl unten und wann was passiert und so. Das wird richtig cool. So, die greifen mich an. Das ist ganz herzallerliebst. Das heißt, ich kann mich einbunkern. Das, was Spartaner eben machen. Das, was Sparta
am besten kann. So, also königlicher Spartaner, Helden Spartas. Und das sind normale. Okay. So. Okay, ich mache eine starke rechte Flanke und über links will ich dann kommen. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh. Gut, dann machen wir uns mal hier. So, dann bauen wir uns mal hier so auf. So, und die beiden gehen hier hin. Boah, sollte doch geil sein. Übrigens, mir fällt gerade auf, dass wir... nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Dann würde ich sagen, so übelster Cliffhanger. Ja, mit der Schlacht geht es dann nächstes Mal weiter. Es tut mir leid. Aber ich, sonst wird es wieder so eine einstündige Schlacht. Deswegen mache ich das jetzt so. Okay, dann viel Spaß bei eurem Tag noch, gute Nacht oder so weiter. Und habt eine tolle Woche. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei der grandiosen Schlacht. Bis dann, bye bye.